Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Korrupte Intervention ist am Start. Wir versuchen eine neue Adept-Challenge. Und zwar mit Cheryl. Weil der Entitus hat mir gesagt, ich muss mit Cheryl gejagt werden für 120 Sekunden. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann spielen wir heute mit Cheryl. Ihre drei einzigartigen Talente, muss ich sagen, sind mir noch nicht so bekannt. Ich nutze sie auch sehr selten. Jetzt bin ich erschrocken, Feng. Diese Talente wären aber Blutpakt. Wenn die Obsession verletzt ist, sehe ich die Aura von ihr, was schon mal nicht schlecht ist. Und wenn wir uns gegenseitig heilen, also wenn ich von der Obsession geheilt werde oder die Obsession heilt mich, bekommen wir einen 7% Sprintboost, wenn wir uns nicht weiter als 16 Meter voneinander entfernen. Also wir sind einfach ein bisschen schneller. Übrigens ein Trappy. Und er kontrolliert hier sein Totem. Das zweite Talent von Cheryl heißt Verdrängtes Bündnis. Wenn ich einen Generator 60 Sekunden lang repariert habe, wird dieses Talent aktiv und ich kann dann quasi den Generator blockieren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne, wenn der Generator schon einen gewissen Fortschritt hat. Ich möchte verhindern, dass der Killer ihn zurücksetzt. Kann ich den blockieren? Oha. Der Killer war direkt daneben. Ich glaube, das war Ruin. So, und das dritte Talent von Cheryl heißt Seelenwächter. Solange ein Fluch auf uns wirkt, kann ich selbstständig vom Boden aufstehen, sollte ich denn liegen. Oh, der Korrupte ist weg. Und wenn ich geheilt werde mit diesem Talent, habe ich für 4 Sekunden den Statuseffekt Kondition drauf. Also ich bin für 4 Sekunden quasi in der Situation, wie als hätte mich jemand mit geliehener Zeit abgehangen. Ich kann also einen Schlag einstecken, ohne dass mir was passiert. Ich bekomme lediglich eine tiefe Wunde. So, jetzt sehe ich die... Oh, Ruin ist immer noch da. Hat der unsterblich dabei? Dank meines Talents sehe ich jetzt die Obsession, weil sie ist jetzt verletzt. Wird gar nicht mehr gejagt, oder? Er ist noch hier. Ja, Ui, da war jemand unten. Okay. Wir müssen jetzt hier mal... Verdammt. Upsi! Ist hier irgendwo eine Falle? Jedenfalls ist hier nichts. Nichts zum Springen, aber ich habe ja eh keinen Flink dabei. Und hier ist auch keine Palette. Die ist da vorne. Wird schwierig, glaube ich. Wir haben schon eine Person tot am Haken. Ich hänge jetzt auf. Er legt die Falle ins Gras. Ich habe übrigens eine Blutstillungsspritze dabei. Auf meinem Medikit. Das heißt, ich könnte mich mit dieser Spritze versorgen und wäre, ich glaube, 8 Sekunden. Ich glaube, ich wäre nach 8 Sekunden hochgeheilt. Könnte aber in der Zeit halt schon wieder weiterlaufen oder so.
Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, da ist eine Falle. Okay. Ihr seht übrigens rechts unten das Talent, das so ein bisschen aufgeladen ist. Das ist dann das Talent verdrängtes Bündnis. Wenn das voll ist, kann ich Generatoren blockieren. Oh, meine Mates sind so gut. Ich war noch nicht einmal am Generator. Tragen die mich durch meine Challenge? Oh, der ist auch an. Ein bisschen Angst, dass der noch Nöte dabei hat. Die haben halt auch immer noch Ruinen aktiv. Muss jetzt ja mal ein bisschen arbeiten. Wenn Ruin aktiv ist, bringt es einem nicht so viel, den Generator zu blockieren, weil der Generator setzt sich automatisch ja zurück. Wenn wir jetzt aber einen Killer hätten mit Pop Goes to Weasel zum Beispiel, ich hätte den Generator sehr weit und der Killer würde zu mir kommen. Könnte ich den Gen blockieren? Oh no, was ist hier? Seht ihr das? Die hat den gleichen Bug, den ich hatte. Dass sie immer so fliegt. Ich denke, ihr erinnert euch an meine Highlight-Folge zu Silvester, als ich Jane gespielt habe. Und, oh mein Gott, einfach immer geflogen bin. Meine Mates, die carryen mich hier ganz schön. So, ich könnte jetzt den Generator blockieren. Mach's aber nicht. Wobei, kann der überhaupt Nöte dabei haben, wenn er Undying dabei hat? Oder was war das vorhin für ein leuchtendes Totem, was ich zerstört habe? Weiß ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war das aufgezehrte Hoffnung oder irgendwas ganz anderes. Oha, wenn er jetzt woanders gucken geht. Nein! Nein! Oh nein, ich darf nicht Richtung Scheck. Da ist der Keller und er trappt den Keller voll. Huch, was macht er denn? Wieso ist er nicht hinter mir gewesen? Ich muss weg von der Scheck, das ist wichtig. Und hier hinten, die Generatoren sind auch alle schon gemacht. Er ist abgebogen. Ich habe mir mal die Spritze gedrückt. Einfach, weil ich es kann. Ich weiß halt nicht, wo die anderen noch arbeiten. So, ich bin gleich wieder geheilt. Jetzt bin aber auch richtig schlecht gelaufen gerade. Hier ist eine Palette. Hier ist eine Falle, oder? Nee. Keine Falle. Da ist noch eine Palette. Falle ist nicht aufgestellt. Nöt. Nöt. Nee. Oh Gott. Schaffe ich nicht mehr. Doch, schaffe ich. Oh, da ist die Luke gespawnt, sehe ich gerade. Hier ist ein Baum. Verdammt. Nein. Aber wir haben einen Fluch auf uns wirken. Ich kann im Notfall alleine aufstehen. Ja. Ah.
Oha. Kommt der mich jetzt weg? Übrigens, ihr seht, ich habe im letzten Video gesagt, eventuell ist das nächste Video schon mit dem Grafik-Update, also mit dem neuen Interface. Nein, ist es nicht. Das Update, aktuelle Aussage, die ich immer so höre, ist 9. Februar. Also eine Woche später. Och, was soll das denn jetzt, Killer? Mann, ich mach doch meine Adept-Challenge. Ich muss rauskommen. Wow. Nein. Ich meine, ich war auch nicht sehr produktiv die Runde, ich gebe es zu. Aber wir haben wahrscheinlich alle keine geliehene Zeit. Ja, langsam musst du, sonst bin ich tot. Hä, was war mit dem Killer? Es wird nix. In der Palette. Habt ihr das gesehen? Die Klödi wieder mit ihrem Grafikbug. Er lässt mich nicht raus. Er wird mich kurz vorm Ausgang hochheben. Er ist hinter mir. Das ist so gemein. Das Einzige, was mich jetzt retten kann, ist, wenn er in eine Falle läuft. Aber das wird er nicht machen. Warum werde ich denn jetzt am Ende weggekämpft? Was soll das denn? Als Rang 3 Killer, warum? Warum? Es wird schwer, muss ich sagen, dieses Jahr noch diese Adept-Challenge durchzuziehen. Ihr seht, ich habe nur solche Runden. Ich bekomme es nie hin. Weil immer irgendwas dazwischen kommt. In diesem Fall der Killer. Verdammt. Okay. Ich versuch's halt einfach nochmal irgendwann. Und irgendwann haben wir vielleicht doch alle Survivor dann mal durch mit dieser Challenge. Aber ich sage jetzt erstmal tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ach, wie böse war das. Wir sehen uns aber gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.